Ja, hallo, ich bin Charlie von Yosha und wir sind gerade in, ich glaube, Klingen des Todes stand da. Ich habe das so schnell, oder ich habe mir das überhaupt gar nicht durchgelesen. Gelesen, ahaha. Wir haben 3000 Seelen, können wir was kaufen, was ich haben? Eispfeile lässt. Ich will eigentlich gar keine Eispfeile haben und die sind mir auch nicht besonders wichtig und das ist mir auch nicht besonders wichtig. Obwohl eigentlich kann ich sie mir mal kaufen. Ne, das sind 20.000. Die kaufen wir uns nicht. Das ist mir zu viel. Das ist auch erst ab 25.000. Okay. Aber das sieht doch süß aus. Komme ich bestimmt gut durch, so wie ich mich. Ah. Naja, nehmen wir erstmal alles mit. Kann ja sein, dass hier irgendwas Besonderes drin ist. Oder eher weniger, aber nehmen wir trotzdem mal alles mit. Weil ich da nicht unbedingt rüber will. Das war gar nicht so schwer. Das habe ich mir eben ein bisschen schlimmer vorgestellt. Nein, du springst da jetzt nicht runter. Nur weil ich gesagt habe, so schlimm ist das nicht, musst du kein Deathmod begehen. Stimmt, den Timer. Ja, ich weiß, dass man das jede Folge hört von mir und bei Juli auch ganz oft, aber es ist echt ätzend, einen Timer zu stellen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, okay, und das war jetzt was? Okay, schwieriges Level. Die großen Tore. Oh, sieht das schön aus. Und dann kommen die ganzen Monster. Nur weil ich so ein kleines. Hier ist noch kein Monster? Ist hier noch kein Monster? Naja, egal. Ich meine, ich bettle ja auch nicht nach Monstern. Ist ja nicht so, als müsste ich sie unbedingt haben. Ich kann ohne eigentlich relativ gut leben. Wahrscheinlich. Aber ohne wäre das schon ein bisschen langweilig. Also. Ach, guck mal, ein Stück. Ein Level noch. Da sehe ich auch schon das Ende unserer Reise. Und ich denke mal, wenn wir die Treppe hochgehen, werden wir auch angegriffen. Oder wir finden Jay wieder. Jay, ich habe dich vermisst. Doch kein Jay. Aber einen neuen Gegner. Gehen wir uns doch mal. Eine Spinne. Guck, diese abgefuckten Viecher hier sind überall Spinnen. Spinnen sind scheiße. Die Spinnenkönigin auch noch. Das kleine Scheißviech. Die Spinnenkönigin hat ihre Brut bestens unter Kontrolle. Mit ihren dicken Panzerungen und weitreichenden magischen Fähigkeiten bewacht sie die obere Etage. Der Weg zur Spinnenkönigin wird durch die Brut blockiert. Außerdem ist sie von kleinen Kreaturen umgeben, die immun sind gegen all jene Angriffe, welche die Königin schaden. Ja, und welche schaden die Königin? Ah, ist das jetzt schon scheiße. Ich hasse dieses Scheißviech, Mann. Eine Königin. War ja auch klar, dass Spinnen überall da sein müssen. Ich meine, hätte ja auch nicht anders sein können. Warum zur Hölle müssen überall Spinnen bei sein? Hätte Gott es nicht einfach dabei belassen können? Warum gibt es diese Mistviecher überhaupt? Ich hasse Spinnen. Sie sind einfach nur widerlich. Wofür braucht man sie? Nutzvolle Tiere. Na und, lieber habe ich andere Viecher hier als Spinnen. Weil Spinnen einfach nur widerlich sind. Scheiß abgefuckten Spinnen. Ich hasse sie. Sie sind alle scheiße. Ja, okay, die wollte ich jetzt nicht unbedingt in die Luft emporheben, aber gut, von mir aus auch. Diese Scheißspinne! Du bist abgefuckt! Du bist scheiße! Du bist eine Spinne! Verreck, elendig! Ich hasse euch alle! Ich schwöre,
Man braucht ein Wörterbuch, um diese Viecher zu töten. Wo ist mein Wörterbuch? Damit hätte ich sie schon tot bekommen. Ich habe es gestern erst ausprobiert. Oh, ich bin tot. Ich habe gar nicht auf meine Lebensleiste geachtet. So wütend war ich auf sie. Gut, dann... Ich hasse Spinnen trotzdem noch. Das ändert nichts daran. Nur weil meine Lebensleiste jetzt... Lebensleine laut Juli... nicht mehr da ist. Das ist mir egal. Sie sind trotzdem alle scheiße und widerlich und unnütz und nicht zu gebrauchen und vor allem widerlich und scheiße und ich hasse Spinnen einfach. Ich hasse sie. Ich habe letztens erst geschrieben, der Grund, warum ich niemals sterben will, ist, dass ich zu viel Angst davor habe, dass die ganzen Spinnen, die ich getötet habe, in der Hölle auf mich warten, um Rache zu nehmen. Immerhin sind die Mistviecher ja die Ausgeburt der Hölle. Aber sowas von sind die Ausgeburt. Hallo, lasst mich mal kurz hier durch. Ich will doch nur eure Königin töten. Ist ja nicht so, als wäre sie irgendwas Besonderes. Es ist einfach nur... Oh, ich habe schon fast keine Energie mehr. Es ist einfach nur eine Spinne. Hier kann ich nicht mal ruhig. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da rein. So. Ich war noch gar nicht im Modus der Besessenheit, oder? Also schon, aber ich durfte in dem nicht kämpfen oder so. Oh, ich bin schon wieder tot. Ach ja, ich wollte mir ihr Leben kaufen. Jetzt weiß ich, warum ich überhaupt da drin war. Egal. Ich hasse diese Spinnen. Vielleicht sollte ich diese abgefuckten Spinnen hier erstmal alle einzeln töten. Aber das versuche ich, wenn ich das im nächsten Ding nicht hinkriege. Oh, Alter. Läuft voll bei denen. Ich habe noch nicht mal was gemacht. ...1360, also langsam drehen die hier durch. Muss ich ja mal so sagen. Alter! Nicht nur, dass ich eine fette Spinne habe. Nein, hier nerven jetzt auch nicht die ganzen abgefuckten kleinen Spinnen. Ich hasse diese Viecher. Warum zur Hölle muss ich in jedem abgefuckten Spiel gegen sie kämpfen? Gibt es nirgendwo, wo man voll Ruhe vor denen hat? Nein, die sind überall. Ups, ich habe mich verdrückt. Langsam werde ich echt wütend hier. Ich kann auch nichts mehr sehen. Ich bin schon wieder fast tot. Das habe ich gehört. Sie stöhnt mir zu oft. Ich hätte so viel Dings hier brauchen. Ich weiß gar nicht, ob die Spinne dagegen immun ist. Ich hoffe es ja nicht, sonst habe ich hier alles umsonst getan. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, weil die fucking Spinne einfach nicht verrecken will.
ist ja nicht so, als werde ich nicht die ganze Zeit angegriffen. Ich mache das ja nicht schon seit 8 Stunden. Weil wenn das unter 1000 geht, dann habe ich hier bald echt Probleme. Wie lange überlebt dieser Scheiß Mitschicht denn? Langsam reiß mir hier mit ihr! Das war falscher. Oh, ist tot. Scheiß Monsterspinne ist tot. So, warte, dann mache ich mir nochmal Leben, weil gegen die will ich nicht nochmal kämpfen. Schwör mir. Oh. Ich sehe gerade, ich habe da unten noch voll die lange rote Leiste. Das heißt, die Monsterspinne habe ich so ein bisschen relativ früh getötet, weil sie scheiße ist. Spinnen sind nun mal scheiße. Kann man leider nichts gegen ändern. Sie sind einfach nur kleine abgefuckte Mistviecher. Echt mal, Spinnen sind einfach böse. Ich meine, in welchem Spiel sind Spinnen gut? In keinem. Das liegt daran, dass sie böse sind und alle töten wollen. Die sind doch so nutzvolle Tiere. Ihr wartet nur darauf, dass euch alle umbringen. Ich schwöre, diese Viecher sind... Scheiß Geschöpfe, Mann. Ja, springt hoch, Mann. Dagegen kann ich auch angreifen. Ändert sich da überhaupt was an der Leiste? Nicht wirklich, oder? Oh, sag mir bloß nicht da unten. Nein! Wieso steht sie da unten? Ich dachte, ich hatte sie tot. Läuft bei ihr. Jetzt jumpst sie noch durch die Gegend. Reicht ja nicht. Ich werde das Viech sowas von niemals bewegen. Schon alleine, weil ich sie abgrundtief hasse. Alter! Läuft bei ihr! Alter, das ist voll unfair. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Dieser scheiß Mistviech. Spiel, du hast meinen schlimmsten Albtraum wahr werden lassen. Weil ich habe so keine Lust mehr. Ich will, dass dieses Scheißviech einfach nur verreckt elendig macht. Ist die Frage, was geht einfach zuerst aus meinem Leben, oder? Die Seelen, die ich habe. Ups, ups. Ah! Ne? Verdammt, die haben gespeichert. Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Warte mal. Ah, das ist so fucking scheiße. Die Spinne ist widerlich.
Vielleicht muss ich auch gar nicht so nah dran. Vielleicht kann sie Sylvia vom weiter weg angreifen und so, aber nee. Sie ist widerlich. War total glücklich. Ich dachte, ich hatte sie tot. Und dann schellte sie nur unten. Ich, wie ich sie hasse. Sie ist so behindert. Was sind das eigentlich für Dinge? Alter, läuft ja. Chill doch mal. Ja, Eisfeil, ich weiß. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Sie ist widerlich. Meine stärkste Attacke zieht voll kaum an. Das sieht ja wirklich kaum. Ah, ich bin schon tot. Ich habe gar nicht auf meinen Lebensleiter gedacht. Schon wieder nicht. Ah, habe ich eine Lust. Weißt du, bis immer habe ich das Spiel richtig gerne durchgesuchtet, ne? Aber diese Folge ist so scheiße. Ah. Ich hasse Spinnormal und das liegt daran, dass sie kein Mensch braucht. Sie sind einfach nur widerlich. Bei denen kann man gar nicht normal spielen. So widerlich sind die. Sie bringen einen einfach nur zum Verzweifeln, weil sie einfach nur leben. Scheiß Mist, die haben das nicht verdient. Sie sind einfach eklig. Ich schwöre, hätte ich hier ein Wörterbuch, dann wäre die Spinne kein Problem. Frage ist nur, wo kriege ich ein Wörterbuch her? So, komm, greifen die sie gleich mit Dings an. Machen das jetzt so, bisher spammen die jetzt so mit einem Angriff zu, bis zum geht nicht mehr. Ich meine, ich hatte gerade irgendwas so am Rücken gejuckt, das war irgendwie widerlich, wenn man hier kämpft. Na, fetten, abgefuckten kleinen Spinner. Extra heilen. Ich schwöre, das mache ich so lange, bis die abgefuckte kleine Spinner tot ist. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her.
Ich habe jetzt gar nicht auf meine Lebensleiste geachtet. Vielleicht muss ich erstmal starten. Also, select nicht starten. Wir erleben hier. Würde ich den auch sofort einmal erwischen? Das dauert immer so lange, bis ich sie erwische. Weil sie sich ja noch drehen muss. Hör auf, dich zu bewegen und verreck einfach. Tu mir den Gefallen, ja? Ihr kleinen abgefuckten Nitzviecher könnt euch auch verpissen. Ich hab keine Zeit für euch. Dassi. Ich dachte, jetzt ist wieder nach unten abgehauen. Ich habe das Gefühl, ich ziehe kaum was ab. Das ist echt widerlich. Oh scheiße, ich hätte eben schon gesagt. Ja, 20 Minuten so rum und freut die Keks. Ich habe keine Lust mehr. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich habe keine Lust mehr. Ich hasse sie. Sie ist scheiße. Sie ist eine Spinne. Natürlich ist sie scheiße. Fucking Mann. Ich hasse diese Spinne. Sie ist so scheiße. Mir gehen langsam meine Dinge aus. Und ich habe erst die Hälfte von ihr weg. Das zieht voll gar nicht. Das dauert voll ewig so. Und ich wüsste nicht, wie ich es anders machen soll. Ich habe keine stärkere Attacke als sie. Naja, und ich verliere relativ viel Leben dabei. Das kommt. Ups, guck, sage ich ja. Naja, gut. Unsere Folge ist rum. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, mir zuzusehen, wie ich den Hass auf Spinnen auffülle. Und ich hau jetzt auch erstmal ab. Bis dahin, tschüss.